Guten Tag und damit herzlich willkommen zu Satisfactory. Ja, brauche ich dazu großartig was sagen? Der Name sollte eigentlich bekannt sein. Ich habe dazu schon mal ein Video oder zwei Videos mal gemacht. Da habe ich ein bisschen alleine rumgedaddelt. Jetzt gibt es ein Projekt, wo ich mit meinem Harry noch ein bisschen hier rumdaddel. Und ja, mal schauen, wie es das wird. Und wie es geuploadet wird, mal gucken, wie es auch ankommt und so. Und ja, ich wünsche euch schon mal viel Spaß. Wie gesagt, nicht wundern, ich nehme das jetzt hier im Nachhinein gerade auf. Also ich bin jetzt das Zukunfts-Ich, das vorhin war das Vergangenheits-Ich. Deswegen steht hier unter mir, beziehungsweise hier so seitlich, da so, steht da schon was. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Und ja, bis dahin, viel Spaß mit dem Video und ja, bis gleich. Der OP ist da! Oha! Ja. Habe ich auf den falschen Knopf gedrückt. Hast du mich nicht gehört? So. Okay. Dann gucken wir mal. New Game, also Grasland. Ja. Friends only. So, ich habe jetzt mal auf Start gedrückt. Vielleicht da funktioniert das hier auch. Drin wahrscheinlich dann einladen können. Ja, hoffentlich. Willkommen, Rugenware. Oh nein, jetzt muss ich ja erstmal auf den Planeten abstürzen. Beitreten per Sitzungs-ID. Ja, Moment, ich muss erstmal auf den Planeten abstürzen. Kann ich das überspringen? Warte, ich kann doch nichts machen. Hallo! Das Spiel mobbt mich. Ja, dann ist unten rechts einklicken müssen, Tutorial, also... Geht das? Ja. Ah, das gibt Intro. So, jetzt. Ah, schon lange nicht mehr hier, okay. Ja, ja, skip Enter. Bist du auch abgestürzt? Ah, hier sind die Giftviecher. Geht. Da kannst du M? Ne, M können wir ja noch nicht. Oh Gott, ich habe ja auch noch keine Waffe. Hilfe! Wo bist du? Auf dem Weg zu dir. Gott, hier sind überall böse Viecher. Ja, gell, ich stürme auf dich zu und hau dich. Ja, ja. Um Gottes Willen. Ich weiß ja gar nicht, wo wir jetzt sind, weil ich keine Karte aufmachen kann. Das ist richtig ungewohnt. Wenn man dann 80 Stunden... Ich seh dich. Du siehst mich? Ja, ich sehe dich. Ah, du bist da oben. Komm her. Achtung, da sind Viecher. Komm nicht direkt zu mir. Komm hier seitlich hier hoch. Oh? Ja, ja, hier, hier. Was wow, Alter, wie groß ist denn deine Fresse? Du bist größer als ich, oder? Sind wir gleich groß? Wir sind gleich groß. Nein. Erstmal hier wieder einfinden im Game, ey. Third objective. Please familiarize yourself with the resource scanner to find iron. Note, the acquisition of iron is considered essential in preparation for all future objectives. Ich habe Eisen gefunden. Wird's für dich auch angezeigt, wenn ich suche? Nö. Nicht, nur für mich, okay. Ich muss jetzt mir... Ah ja, den Zepper vielleicht mal ausrüsten. 300. 500. Wo bist du jetzt hin? Oder? Ich gehe mal zum nächsten Mal. Oder wollen wir gleich 500, ja. 300, ja. Alles einsammeln. Keine Überlebenden. Für Biotreibstoff brauchen wir das sowieso. Oh! Fast hätte ich einen Abflug gemacht. Da. Netter. Alles mit dem. Die kein Plattform Gras hier ist aber schön. Ja, hier könnte man einfach... Ich glaube, da vorne ist sogar, glaube ich, schon. Ich glaube... Nee, das ist Kalk. Das ist Kalk, glaube ich. Da links. Ah ja. 2 Stück gleich. Und in 50 Metern sind nochmal welche. Warte mal, hier ist ein Viech. Sind hier noch mehr? Nee, ich glaube, das wird einfach nur beschissen angezeigt. Das ist schon... gleich mal ein bisschen ab. Build the Hub. Wollen wir das Hub da oben hin? Oh, nee, können wir ja eigentlich. Ich schätze halt hier, dass man mit... Ja, das können wir ja eh wieder aufnehmen, ne? War doch so. Boah, ist das größer als normal? Ist das mal gerade oder was? Ja, ich hab's gesehen. Jetzt hol ich den Hedger. Tier 0. Hub Upgrade. Okay, da brauchen wir jetzt Rohre. Rohre, Eisensteine. Hub Feature, Manual Craft Bench. Kann aber nur eine Sache immer benutzen. Wir müssen auf jeden Fall alles doppelt bauen. Bestenfalls. 10, glaube ich. Ja, 10 steht oben rechts. Okay, habe ich. Baller rein. Oh, Stimme vielleicht mit dir vielleicht. Ah! Schock ihn! Töt ihn! Wo ist das Vieh? Tot. So ein Schwein. Schock dich, leb wieder, dann kann ich dich normal umbringen. Note, multiple portable miners can be used on a single node. Tu mal hier das Essen auch rein, dann kannst du sie auch nehmen. Ach Mann, ich kann nichts an der Werkbank machen. Mal kurz mein ganzes Eisen mal umgemodelt. So. Wir brauchen Platten, oder? Ja, warte, ich stelle auch erstmal mein ganzes Eisen her. Müsstest du auch sehen, oder? Die Meilensteine, oben rechts. Ja, Leute. Gut, dann musstest ich lege mal mein Eisen mit rein und das ganze... die ganzen Pflanzen, die ich schon eingesammelt habe. Jo. Und Holz. Ja, da kannst du das Eisen schon mal nehmen, ich sammle schon mal ein bisschen weiter. Jo, dann baue ich schon mal die Dinger oben, oder? Jo. Ich nehme mal schon mal ein bisschen Kalk. Ja, ich habe jetzt mein Eisen genommen und ins Inventar rein. Ja, so muss man es machen. Rohre. So. Rohre haben wir schon mal. Platten. Ah, den nächsten Meilenstein habe ich auf jeden Fall schon mal. Ich kann auch eine Werkbank bauen, ne? Das wäre dann, auch praktisch, dass wir beide was arbeiten können. So, ich bräuchte ich 3 Platten und 3 Rohre. Upgegradet, Optionen. Ich guck mal kurz Controls. Ein bisschen schneller ist meine Mausgeschwindigkeit. 2,5. Congratulations, you have unlocked Hub Feature Biomass Burner. Scanner Feature Copper. New buildings and recipes which can be found in the build menu. Ich kann noch was herstellen. Moment. 3 Rohre und 3 Platten. Ja, aber dann kann ich eine zweite Werkbank bauen. Jo. Und dann bauen wir. Jo, hab ich genau hier. Dann bräuchten wir nochmal 5 Platten. Einen Bohrer haben wir noch nicht, ne? Ja, da bräuchten wir erst die Ausrüstungswerkstatt. Ah ja. Da brauchen wir 6 Platten und 4 Rohre. Ja, dann baue ich schon mal ein bisschen Eisen ab. Platzieren wir kurz den zweiten. Aber ich glaube, das sind noch beides hier normale, oder? Jo, das sind beides normale. Schön. Nicht einmal das Schwache, sondern wirklich schon mal das Praktischere. Ja, normal ist echt geil. Die kann man echt lang nutzen. Und vor allem zu zweit geht es halt auch wesentlich schneller. Kultur, Ausrüstungswerk. Oh! Da floppt das Ding einfach in meine Fresse. Ich stell's mal direkt daneben, oder? Ja, dass wir halt schön geil hinkommen. Schnackst du schon mal Eisen wie Sau. Boah, wie ich hingeglockt habe, ey. Ich kann mich erinnern, bei meinem ersten Mal, weil da habe ich so rumgeglockt, das glaubst du gar nicht. Da habe ich so rumgeglockt, dass ich so schnell wie möglich die Kraftwerke bekomme, die normalen. Puh. Weil ich keine Biokraftstoffzeug wollte. Kann ich verstehen, da müssen wir auch schauen, dass wir da schnell möglich. Weil das Ding, Ich habe ja auch nicht mal meine Fabrik aufgebaut. Ich habe alles händisch gemacht, bis ich mein Kohlekraftwerk gehabt habe. Ja, jetzt kann man es ja deutlich vereinfachen. Ja. Ja, ich denk mal, zu zweit hat man schon einen großen Vorteil. Haben wir Kupfer schon gefunden? Nee, aber ich schaue gerade noch mal unsere Bohrer mal. Ja, ich habe jetzt 2 tragbare Bohrer, stelle ich jeweils jetzt auf einmal Eisen hin. Bau vielleicht gleich noch einen. Wegen Kupfer. 2 Stück. Ich habe 3 Stück jetzt, glaube ich, oder? So, ich leg mal 100 Eisen in die Kiste. Ich habe 2 Stück, also ich habe jetzt vorgehabt einen. Ich suche mal Kupfer. 160 Meter ist Kupfer schon. Hau mal einen her und hol ich gleich mal ein Ding. Hey, der Spot ist ja super. Ich weiß zwar nicht genau, wo wir sind. Aber scheinbar... Das Zeug ist ja richtig nah. Und der andere ist auch 350 Meter weit weg. Hier, konnte man nicht auch rutschen? Ging das nicht auch? Oder ging das ja, mit C? Mhm. Ah ja, stimmt. Bin ich ja dann zum Schluss nur noch so. Jetzt bin ich auch wieder in dem Rutschen-Ding drin. Jo. Oh. Ich habe eine Katze gefunden. Garstige Katze. Was ist das für ein Ohr? Oh, auch ein normales Kupfervorkommen. Alter, wie geil ist denn der Spot hier? Ich sammle trotzdem mal kurz überall Pflanzen ohne Ende. Jo. Das mache ich auch gleich. Ich setze den Bohrer hin, wenn ich weiß, wie das funktioniert. Wie geht das? Den musst du, wie du deinen Sinobasher da drin hast, dann... In die Hand reinhauen. Also in die Hand nehmen und dann... Wie viele kleine Pflanzen hier auch in der Nähe sind. Ich weiß, wo wir sind. Wo sind wir? Ja, hier ist der große Graben. Da, wo es dann zu Quarz geht? Mhm. Echt? Quarz ist, wenn ich mich nicht ganz täusche, von hier südöstlich. Okay. Ich meine, kann ich nicht pingen irgendwie? Nee, klar, das müssen wir erst alles... Wenn du von meiner Position, von so einem Hub aus nördlich schaust, da wo die großen Pflanzen oben auf dem Hügel stehen. Ja. Also nicht wo die Giftwolke ist, sondern dahinter. Da dürfte auch schon 2 kleine Quarz vorkommen sein. Also der Spot ist echt... Ah ja, ich sehe, ja. Also aber in der Umgebung... Also hier oben auf dem Plateau selber war ich aber noch nie selber. Also schon mal durchgelaufen, ne? Aber nicht. Ich sehe hier zum Beispiel die Giftpflanzen, die mich immer mal genervt haben, wenn ich hier durchgelaufen bin. Wow, lol. Wir sind gleich 2. Taschenlampe, geht die automatisch ein, oder? Nein, B. B war das. Ah. B, bitte mehr Licht. bitte mehr Licht. So, ich glaube, den lassen wir halt einfach mal hier mal stehen, oder? Ja, klar. Auf dem nächsten Kupferding. Ja. Muss ich Eisen auch mal kurz leer machen, weil der ist wahrscheinlich jetzt auch voll. Ja, der ist auch wieder voll. Hier fühle mich so wie bei der Gummibärenbande. So, Strom können wir auch schon potenziell machen, okay. Würde ich aber noch nicht. Nee, brauchen wir ja noch nicht. Wir haben ja noch nichts zum Antreiben. Wir können zwar einen Schmelzofen bauen. Es wäre schon praktisch. Wäre trotzdem schon praktisch. Aber Hub Upgrade 3, vielleicht sollten wir uns erstmal das holen. Eben. Weil wenn ich jetzt hier... warte mal, wo? Ich baue mal Kupferbahn. Ich schaue gerade Meilenstein. Wenn wir den nämlich jetzt abschließen, dann kriegen wir Beton und den Konstruktor. Wenn wir einen Konstruktor haben und einen Strommast 1, würde ich sagen, okay, dann können wir... Ja, dann würde ich so machen. Dann stelle ich jetzt mal ein bisschen Kupfer her. Können wir das mal kurz aufteilen, bevor du weitermachst? Ich hätte mal in die Kiste mein ganzes Kupfer reingehauen. Dass einer das ganze Kupfer macht und der andere das ganze Eisen. Kann man mal rauen. Wir haben 2. Hau rein. Hab ich. Nehme ich mir gleich. Weil ich habe kein Eisen drin. Also kannst direkt loslegen. Ich habe vorhin mein ganzes Eisen schon. Ich habe 100 Eisen in mein Inventar. Nee, in die Kiste sind 100 Eisen drin. So. 100 Eisen? Ja, 100 Eisenbarren sind in der Kiste. Ja, Eisenbarren schon. Kann ich ja eigentlich schon mal hier reinspenden. Oh ja. Draht könnte ich eigentlich auch direkt schon mal herstellen. Das andere, die kann ich ja trotzdem dann noch nebenbei knoxen. Hau ich erstmal das ganze Eisen so in Eisenbarren. 20 Stück. Kupferplatten braucht man doch erst viel später, oder? Ja, brauchen wir erst später. Ja, dann kann man ja alles in Draht direkt umwandeln. Am Anfang, ja. Ich glaube, mein fertigen Knopf schmilzt gleich. Muss ich mal gucken, ob ich dann hier auch in das Spiel reinkomme, wenn du nicht online bist. Ja, das Ding ist, ne? Ja, das müssten wir testen, aber das glaube ich eher weniger. Ich denke, du kommst, das ist bei mir der Spielstand, wie ich das verstanden habe, und du joinst da so mit rein. Ja gut, dann warte ich halt immer bis du da bist. Weil das Ding ist aber auch, wenn du jetzt, auch wenn es, weil das halt kein Server ist, das ist eben das Problem. Na? Hätte ich das nämlich erstmal andersrum aufgebaut, also vom Lagercontainer bis zum Erz und nicht wie man es normalerweise baut, vom Erz zum Lagercontainer. Ja. Wenn wir jetzt eigentlich bei Q eigentlich auch schon Gerüste bauen? Ne, die kommen erst noch, ne? Ja, die kommen erst noch, gerade. Oh ja. Ja, stimmt, die kommen erst recht spät, aber können wir ja dann immer noch machen, sagt hast du schon mal Kupfer wieder abgeholt? Der kann schon wieder 50 voll sein oder so. Ja, ja, der ist voll. Ich baue hier kurz noch mal ein bisschen Eisen. Jetzt hol ich gleich noch mal Kupfer. Weil wir bauen ja jetzt die Rohre. Ja, bin ich gleich dabei. Jo. Beton habe ich auch schon. Sehr geil. Also ich lege gleich mal in die Kiste das ganze Eisen rein. 60 Stück. Ich glaube, dann kannst du auch fast die Platten da machen. Ist ja glaube ich 1:1 Übersetzung von den Rohren. Wo war jetzt das? V? Kupfer. Ich glaube, das ist auch nochmal was anderes als das mit Conan oder mit Rust, wo man dann ewig lang rumrennt. Ich upgrade wieder. Eine Alternative wäre dann wahrscheinlich Arc, wenn dann gewesen. Congratulations, you have unlocked Building Miner Mark 1. Building Storage Container. Ja, überspringen. Tu mal gleich. Als nächstes hatten wir eben Weltraumlift und Biomassengenerator. Ja, guck mal. Da brauchen wir jetzt auch nur Eisenplatten. Können wir einen Konstruktor schon bauen mittlerweile? Einen Konstruktor kann man schon bauen, ja. Das wäre vielleicht jetzt glaube ich, langsam nicht verkehrt. Ich hätte halt jetzt, oh, wir haben ja jetzt hinten auch 2 Biomasse-Generatoren. Schön. Ja, ich hätte... Die können wir nutzen. Ich hätte halt, wo hätten wir das denn? Ich hätte halt jetzt hier Lagercontainer hingestellt irgendwo hinterher. So eine kleine Reihe. Ich glaube, warte mal, wir brauchen, brauchen da 3 fürs Eisen und 2 für Kupfer. Und 1 für Leim. Also wir bräuchten 6 Stück. 6, aber da wollte ich gleich drauf. Soll mir gleich auch meine MK1 war mal. Will ich trotzdem mal. Ja, hast recht. Logistik, Organisation, Lagercontainer. Okay. 10 Platten, 10 Rohre. Wir bräuchten das Ganze 6 mal, also 60 Platten. 60 Rohre. Ich tu mal ein bisschen Kupfer schmelzen. Oh, wo guckst du? Ah, da hast du noch ein paar Eisenbarren gehabt, okay. Okay. Aber das Viech dann irgendwann mal umlegen, das nervt gerade ein bisschen. Das können wir auch machen. Du kannst auch mal anstupsen, dann rennt's weg. Na, da kommt's wieder. Sicher? Du Monster. Du musst immer noch alles umbringen. Oder meiner steht still. Nein. Ja, allein dafür würde ich schon die meine MK1 nehmen. Ja. Weil ich gesagt, bauen wir erstmal das Lager. Die Miner sind ja schnell hingezimmert. Eben, und wir können die ja danach einfach upgraden, wenn wir es richtig bauen. Ja, und wenn nicht, reißt man es halt ab, jetzt ganz ehrlich. Am Anfang ist ja eh Wurst. Na? Ja, am Anfang schaut es eh aus wie Gewürg. Gewürg. Ich würde dann, wenn wir umbauen, irgendwo mal kurz ein Zweitlager aufbauen, alles reinfrachten, was wir für den Umbau brauchen. Hm. Damit wir die Fläche wieder nutzen können. So, das Kupfer ist fertig gebaut. Sortieren. Okay, Kuh? Ja, Kuh. Meine Eisenplatten. So, was braucht man denn jetzt hier? Verstärker. Also ich hätte jetzt zuerst die 6 Lagerkisten gebaut. Jo. Meine, die Zwischenpuffer fürs Erz, das würde ich erst später machen. Aktuell wird es nicht so viel reinkommen, dass es überläuft. Hm. Und dann hätte ich halt gesagt, wir haben die 3 Konstruktoren für Platten, Eisenstangen, Schrauben und Draht. Das sind die 3 Grundressourcen, die wir immer haben. Dann brauchen wir aber jeweils nochmal 2, ich meine Draht brauchst du ja Kupferbarren. Wir brauchen also 2 Konstruktoren, die die Barren herstellen. Dann würde ich aber 2:1 machen, also 2 Eisen, 1 Kupfer. Hm. Ja, aber am Anfang würde ich nicht so viel machen. Ja, ich hätte jetzt erstmal die 6 Lagerkisten. Aber ich habe keinen Bock, da jetzt 6 Biomass-Generatoren zu machen. Ich will eigentlich so schnell wie möglich straight Kohle gehen. Und dann meine Ruhe und so, ne? Bohrer, Moment, kann ich brauchen wir Eisenplatten. Wir brauchen nur Eisenplatten. Und ein bisschen Beton. Ja, und gib mir, warte mal. Kannst du mal kurz 10 Beton holen? Oh, wow. Alter. Hol der Beton raus. Noch ein Grund, warum wir beide keine Elektroschocker besitzen sollten. Wenn ich Schwert habe, ist das was anderes. Im Moment, wenn wir beide Dynamit haben. Ja, das erste, was ihr im Spiel macht, ist eigentlich Friendly Fire on. Naja. Ah. Wie viel brauchst du Beton? 20, oder? Vorbei. Warum soll ich da Beton holen? Volles Beton nur. Wegschaffen. Aber ich jetzt keinen mehr hab. Dass du deine Ruhe hast. Ist gleich in Eisenplatten umbauen lassen, oder? Ja, Eisenplatten brauchen wir am dringendsten. Die Rohre, die gehen schneller. Dann geht es gleich mal. Warte mal. Da brauchen wir noch einen Schmelzofen. Ja. So nah wie möglich. Da bräuchte ich Rohre. Und jetzt knapp Draht. Draht haben wir genug. Drahtesel. Haben wir noch genug Metall? Also ich schon. Ich nicht. Warte, ich leg mal meins schon mal hier in Kiste. Ne, ich meine bloß, weil jetzt tun wir ja gerade gar kein Metall mehr herstellen und so. So, ich habe 126 mal kurz ins Ding lagern. Ich mal kurz mal einmal die Drahte mit. Schmelzofen. Böller ihn so nah ran wie es geht erstmal, weil, ne? Ja klar. Schön in Linie. Achso, du hast noch nichts verarbeitet, so rum. So. Einmal. Und das gleiche eine Konstruktion. Na wohl, Eisenbarren kriegen wir ja da direkt raus aus dem. Ja, aber wir müssen trotzdem nochmal welche bauen. Weil das wird nicht reichen, unser Zeug. Was bauen wir jetzt noch? Okay, ich habe gleich das ganze Eisen durchgearbeitet. Okay. Können wir wieder Sachen herstellen. Ich würde aber auf jeden Fall sagen, bevor wir jetzt das Hub-Upgrade machen, dass wir das Ding an Strom anschließen. Jo. Was brauchen wir denn für einen Stromstöpsel? Also bin ich gerade dabei. Beton, Eisenrohre und Platten. Ja, Eisenrohre bräuchte ich gerade. Warte mal, schau mal in die Lagerkiste. Ich glaube, da habe ich welche rein, oder? Habe ich welche rein? Ich weiß nicht. Bräuchte ein Eisenrohr, dann könnte ich so ein Ding herstellen. Jo, Moment, in 12 Sekunden kann ich dir eins geben. 9. Will aber nie warten. Ja gut, dann spreng ich weg. Okay. Okay. So, ein... Oh, jetzt habe ich ein paar mehr hier. Hier, jetzt habe ich 6. Genommen, nicht mal Danke gesagt. Nicht mal Danke gesagt. So eine Ratte, ey. Ja, ich den Strommast mal... Mensch. Dong vergessen. Nee, ich vorhin gedacht, naja, sortiere ich mal den Rest, den ich nicht brauche, wieder ein. Ja, man sollte vielleicht, wenn man was bauen will, das Zeug auch mal kurz im Inventar behalten. Ja. Stell den mal hier an die Ecke. Jo, ich hol schon mal das Befeuerungsmaterial. Alles klar. Tu das. Wir werden ja eh erstmal nur einen wahrscheinlich brauchen. Haben wir noch Kabel gehabt? Mach ich gleich. Magst du oder soll ich welche herstellen? Mach ich gerade. Magst du gerade? Also, ich schließe gerade an. Achso, du schließt schon an. Ja, welchen befeuerst du? Ja, mach den linken, mach den linken. Kann ich? Es läuft, glaube ich. Oder? Hinten ist auf jeden Fall... Das Ding ist doch kaputt. Ich glaube, die haben da was kaputt gemacht. Na bitte, der produziert schon. Jetzt ja, aber bei mir macht er kein Geräusch und nichts. Und da fällt auch nichts rein. Also ich glaube, das Ding ist einfach verbuggt. Bei mir läuft er auch nicht. Bei mir schreddert er auch nichts. Also bei mir der ist ganz langsamer war. Mhm. Konsum. Es kann aber auch sein, weil das hier ja die vom Hub sind. Ne, die machen auch Geräusche. Ich glaube, das ist einfach nur verpackt. Okay, jetzt produzieren wir schon mal Barren. Das ist gut. Dann könntest du eigentlich direkt nochmal einen Konstruktor davor böllern, wenn wir die Materialien haben. Ja, ich kann auch den anderen einfach mitnehmen. Ja, nimm den gleich mal mit. Dass wir so eine kurze Produktionsebene haben. Und ich hole mal ein bisschen Kupfer. Soll ich direkt in den reinlaufen lassen? Oder? Ja, mach so unkompliziert wie möglich. Ja, dann bräuchte ich gerade ein paar Eisenplatten. Oh, sorry, ich habe die Barren mitgenommen. Ich bringe sie dir im Moment. Ich brauche, es sind alle Barren geklaut. Ich garstiger Dieb. Nee, ich brauchst du nicht. Doch. Ja gut, eigentlich brennt das Ding jetzt so schnell, dass du genug haben solltest. Ja, eben. Eigentlich. Sei denn, du bist ein garstiger Hobbit, dann nicht. Ich bin aber ein ungarstiger Hobbit. Ein garstiger Hobbit. Und der, was soll der hinstellen, der Konstruktor? Eisenplatten. Eisenplatten. Weil die brauchen mit Abstand am längsten. Der Strommast ist halt jetzt voll. Ja, ich glaube... Sind wir jetzt schon am Limit? Ne, noch nicht. Ne, Kapazität haben wir 20, wir sind jetzt bei 13. Ja, mehr müssen wir da aber auch jetzt nicht anschließen. Was ich aber schön finde, er produziert jetzt nur genau so viel, wie wir brauchen. Davor hat er ja einfach so viel produziert und du musstest halt gucken, dass du das irgendwie aus... Also jetzt hast du ja eine Anzeige, wie viel er maximal herstellt und wie viel er aktuell braucht. Hm. Okay. Da hast du 10 Eisenplatten fertig. Läuft. Ja. Dann stelle ich mal kurz noch die restlichen Rohre her. Ja, das kann ich machen. Ich habe noch 100 Eisen drin. Ich habe jetzt noch 18 Rohre. Ja, behalte mal deine Rohre. Ich knalle das Ding voll. So, die Rohre haben wir fertig. Jetzt brauchen wir nur noch Platten. Die Platten werden gerade hergestellt. Ja gut, die brauche ich hier dann nicht herstellen. Okay, dann baue ich gleich mal Rohre draus. Die werden wir ja eher brauchen. Dann gehe ich mal kurz die anderen 2 Handbohrer ab. Hier dürfen wahrscheinlich auch schon längst wieder voll sein. Mein Kupfer müsste ich auch mal weiterverarbeiten. Kupfer hier. Jetzt haben wir ja dann gleich keinen Draht mehr. Ich hätte schon wieder voll in dem Sprungmuster drin bin. Ja. Zuerst und dann nach 5 Sekunden. Ah, jetzt weiß ich's wieder. Meine Hände erinnern sich.